Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Jetzt hat's mal nicht eine Woche gedauert, dass die nächste Folge kommt. Wir werden uns heute... Irgendwie schaut's so ein bisschen weird heute das Spiel aus. Vielleicht ist auch nur die Gegend, wahrscheinlich sogar. Wir werden uns heute auf zum großen Aufzug von Rold machen. Ich bin gespannt, jetzt da wir Melina verärgert haben... Was jetzt passiert, ob irgendwie was anders ist oder... Wir wissen, nicht in diese Büsche reinlaufen, weil da gerne diese Fallen sind. Oh, was ist das? Das schaut interessant aus. Das... Was ist das? Ach, da ist einer down. Okay. Den haben wir offenbar letztes Mal schon gemacht und ich erinnere mich nicht mehr dran. Alright. Pferd. Das ist keiner von den Schädeln, deswegen habe ich gerade nicht so einen großen Entdeckerdrang da lang, aber... Oh. Verehrer der schwarzen Klinge. What the fuck? Wo, was, wer? Holy shit! Das ist wieder so ein Vieh, wie wir in Celedon schon ein paar Mal. Und in Lindell gab's das auch. Was eigentlich Lindell heißt. Egal. Oh, what the fuck, okay. Ist das neu, dass er irgendwie mit der Axt auf? Oh Gott. Oh, ich habe den falschen. Ey, geil. Jetzt haben wir immerhin gleich. Komm mal hinter dem Baum hier vor. Das war arschfrüh. Gott sei Dank. Auch. Ich hasse es, wenn er diese komischen Twin Blades. Ja, ich mag das absolut nicht. Machen wir erstmal ein bisschen so. Okay, wie habe ich jetzt nicht überlebt? Also, beziehungsweise, ich wurde nicht mal getroffen. Oh nein, er ist auf so einer kleinen Erhöhung. Das ist schlecht. Ja, nein, weil ich nicht hochkomme. Oh nein. Ich weiß nicht, was hinter mir ist. Es ist hinter mir ein Abgrund hoch. Stirb. Oh. Alter, ist einfach mal so ein Vieh. Plötzlich auftauchender Boss, der einfach nur 60.000 gibt. Ja, nice. Doppelschwarzklinge, Schwarzakt. Ich bilde mir ein, die Schwarzdinger haben wir auch schon von dem Typen Zelet bekommen. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Schwarzaxt. Schwarzaxt. Hä? Ach, hier unten. Großaxt, Schwarzaxt. Okay, die Großaxt haben wir, glaube ich, von denen in Siofra bekommen. Und das andere war... Was war das andere nochmal? Ah, den Zwillingsstab, den wir bekommen haben. Wo ist das Zwillingsspeerzeug? Doppelklinge. Gargoyle Doppelschwarzklinge. Okay. Doppelklinge. Hä? Ich dachte, wir haben... Oder verwechsel ich das gerade mit dem vom Visiofra und der von Zelet hat nix gegeben. Hä, wo sind wir jetzt? Bin eigentlich runter...
Oh, ich glaube, es war eher gedacht, weil da hinten war gar kein Summon-Ding mehr, dass wir den hier anfangen zu... Ja, ich glaube, es ist eher gedacht, man sieht so auch so ein bisschen die Kontur hier. Ich glaube, wir sind einfach hier hingegangen und haben da irrtümlich den getriggert. Ja, weil hier sind auch diese Boss-Raummarkierungen, sage ich mal. Auf ganz einfach ausgedrückt. Moment, eine Sache. Muss nur ganz kurz schauen, ob ich, weil ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, wo ich... Okay, ich habe mehr als genug freien Speicherplatz. Ich dachte gerade schon, weil das wäre ein bisschen blöd. Hier waren wir nicht, oder? Oder waren wir hier schon? Doch, ich glaube, irgendwie hier waren... Doch, auf der anderen Seite ist der Schädel. Glaube ich. Bin mir relativ sicher. Zu irgendwo zwischen 50% und 80%. Trinas Lilie, sehr schön. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Und da ist offenbar eine Wand quasi. Deswegen müssen wir auch mit dem Aufzug fahren. Oh. Ja, da ist wieder so ein Ding. Das heißt, es wird heißen, hier ist wieder Aufzug. Wir können theoretisch hier auch mal so und so machen. Jo. Schauen wir kurz, ob hier noch irgendwas ist. Ja, ich wette, der ist eigentlich da lang gekommen. Und wir haben einfach an ein bisschen einer weirden Stelle auf ihn gewartet. Oder ihn überrascht. Oh. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. In Zelit waren auch die Viecher genau vor dem Teil. Frostfett, okay. Ich frage mich, ob die irgendwas miteinander zu tun haben. Weil da waren gerade zweimal hintereinander. Also zweimal hintereinander. Beim Siofra... Falsch. Beim Siofra gab es keine von den kleinen Dudes, oder? Da waren zwei oder drei von den... Rittertypen. Bei den Aquäduktklippen da. Aber nichts von den kleinen Viechern. Ich bilde mir übrigens ein, dass ich eins von den Dingern höre, die uns Leben oder Magie oder irgendwas geben. Hey, ich traue mich da jetzt ehrlich gesagt nicht runter, weil das wirkt schon ein bisschen hart nach Tod. Vielleicht ist es auch da drinnen in dem Teil. Aber man hört doch was, oder? Vielleicht ist es auch irgendwie da oben. Weil da ist der Aufzug. Okay, da oben sind ein paar Schmetterlinge. Nee, aber vielleicht... Ah, vielleicht geht es auch hier lang. Ah, ich glaube, man kommt von oben wieder hier runter. Aber man kommt hier nicht gut hoch. Aber wenn ich hier weggehe... Ne, das ist definitiv im Spiel. Fuck. Okay, keine Ahnung, wo das Teil ist. Vielleicht ist es auch gar kein Teil, sondern einfach hier... Was weiß ich denn? Das hört sich aber so an. Hier irgendwo irgendwas. Ich werde jetzt nicht schauen, ob es hier wirklich reingeht in jede von diesen Wänden. Ich hoffe halt einfach mal, dass, wenn dem der Fall wäre, dass ich da irgendwie einen Hinweis drauf finden würde, dass dem so ist. Wie dieser Hinweis ausschauen würde... Keine Ahnung.
Ich glaube übrigens nicht, dass so an der Klippe da lang reiten gedacht ist, aber hey, funktioniert. Von daher. Okay. Die Schmetterlinge hier sind irgendwie auffällig. Ich höre immer noch das Vieh. Vielleicht ist es einfach über uns und wir müssen später nochmal irgendwie zu dem Teil hin. Oh, da ist eine Fingerleserin. Okay, erstmal setzen wir uns hier hin. Oder setzen wir uns hin? Ja, wir setzen uns hin. Wir können nicht mit Melina sprechen. Ich denke, das wird... An dem würde ich es mir jetzt denken. Großer Aufzug von Rold. Weil ich glaube, im großen Aufzug von Dektus haben wir auch mit ihr reden können. Oh, wir können aufleveln. Nice. Ah, stimmt, weil das eine, weil der große Typ 60.000 gegeben hat. Vielleicht ist es doch einfach nur hier die Atmosphäre, die dieses Geräusch macht und nicht ein Vieh. Oder sind überall arsch viele Viecher, es kann auch sein. Ja, ja, Finger, Finger, bla bla. Turn back. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Okay. You're... Turn back ahead and the way forth. Hear me. Ja, das kennen wir alles. Und auch das... Die sagt also nichts Neues. Alles klar. Wir ignorieren die einfach mal gediegen und gehen weiter. Weil, why not? So, großer Aufzug von Rold. Ja, ich habe schon angefangen, das zu benennen, bevor es überhaupt da gestanden ist. So gut passe ich von der Story her auf. Großer Aufzug von Gold, da geht's lang. Dann kriegen wir da eine Karte und dann schauen wir weiter. Dieses Gebiet war übrigens ziemlich arschlang. Ohne, Ding. Ohne, weil schaut mal. Den ganzen Weg ohne das Ding. Ohne ein einziges von den Orten der Gnade. Und hier haben wir... Ja gut, die sind nicht alle wirklich unterhalb. Aber hier zum Beispiel so dein, 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 dein. Ist doch ziemlich nah beieinander im Vergleich dazu. Na gut. Medaillon heben. Ja, machen wir gleich. Zuerst schauen wir uns auf der anderen Seite um. Okay, hier können wir nicht heben. Ich frage mich, ob es da theoretisch bis in den Untergrund reingeht. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, hier gab es keinen großen Aufzug oder so, weil hier der Zeus-Palast, ich dachte mir schon, vielleicht, dass man hier irgendwie runterkommt. Vielleicht gibt es mal... komme ich da lang? Vielleicht gibt es mal... Okay, aber ich komme hier nicht. Nee, das traue ich mich dann doch nicht. Vielleicht gibt es mal wieder so wie nach Radans Bosskampf einen Kometen, der irgendwo was aufschlagt und dann kommen wir erst dorthin. Genauso wie wir nach Noxtella oder das andere. Wir sind hier lang gekommen. Nokron. Genau. Noxtella war hier. Genau. Noxtella sind wir quasi normal lang gekommen und ja. Na gut, dann auf zum Aufzug. Beziehungsweise auf hoch.
Na dann. Okay, ja, erstmal. Ah! Okay! Ich denke mal schon. Hä? What the fuck? Habe ich jetzt doch irgendwie runter können? Nee, hier ist einfach Bestienblut. Okay. Denke ich immer instant an Bloodborne. Einfach mal. Oh, nee, 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 nee. Nicht geradeaus reiten weiter. Feuerblüte ist nichts Neues. Wir hatten schon mal Feuerblüte. Was ist denn Feuerblüte nochmal? Nein, Feuer doch Feuerblüte. Davon haben wir schon einige schon. Blüht auf den Berggipfeln der Riesen. Hä? Wir sind zum ersten Mal hier. Außer es gibt noch irgendwas anderes, was Berggipfel der Riesen ist. Aber. Hä? Vielleicht irgendwo in Zelit? Raureifrover, das ist aber wirklich neu. Was standen da überhaupt gerade? Wo sind wir jetzt hier, dammit? Es müsste theoretisch, wenn ich quitte, hier stehen. Berggipfel der Riesen, genau. So. Raureifrover haben wir gerade bekommen. Ist das noch geiler als Goldrover? Im gesamten Zwischenland, in der Nähe des Erdenbaums, im eisigen Hochland. Schlägt sogar im vollständig gefrorenen Zustand Wurzel. Angeblich die Urform der Rover. Okay, und können wir damit irgendwas machen? Ich gehe mal weg vom Rand, weil nicht, dass ich irgendwie... So, Rover... wo sind Roverfrüchte und so Sachen, ne? Ne? Hier. Nee, ich glaube, damit können wir noch nichts machen. Schade, ich dachte, es wäre irgendwie dann Heilsturmwind instant komplett. Sowas in die Richtung. Oh, das da hinten schaut cool aus. Das da hinten haben wir, glaube ich, auch von... Ja, das haben wir von hier in der Gegend gesehen. Und das ist da, wo die andere Karte ist. Da unten ist der Baum und da unten sind wir hergekommen. Von dem Turmteil, oder? Jo, genau. Da ist das, da ist das. Da geht's zu dem anderen großen Turm, der irgendwie aus der Perspektive gar nicht groß ausschaut. Aber wir sind immer noch deutlich unter dem Erdenbaum. Oh, und genau wie vor Lendell diese Geisteraufsteller waren, sind hier Geisterbäume. Spooky. Jetzt sind wir jetzt schon einmal außen rumgelaufen. Hey, ja, eigentlich geht's da lang. Hä? Okay, hier haben wir noch nicht geschaut. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts. Schaut nicht danach aus. Da kommen wir sicher später hin. Gut. Dann. So rum sind wir hier gestartet. Das heißt, da lang geht's. Das ist hier ein bisschen verwirrend. Was war da gerade für eine Interaktion? Ich hab's nicht gelesen. Ach, wir können auch wahrscheinlich wieder runter. Ja, okay. Wofür man das braucht, wenn man eh die ganze Zeit teleportieren kann? Ich meine, theoretisch könnte man sich nur runnen. Es gibt safe schon von dem Spiel Runs. Challenge Runs. Wo man sich nicht porten darf. Oh, irgendwas ist gestorben. Nice. Okay. Ah ja, da ist die Karte und da sind... Geister? Kann ich töten? Nee. Einfach so Geisterviecher. Okay, der Ort ist jetzt schon irgendwie nice. Oh, da ist auch direkt wieder Ding. Karte, Berggipfel der Riesen. Na dann... Okay, und so sieht das jetzt hier aus. Okay, das hat mich kurz beunruhigt. Fingerlaserin, ja, ja.
So, und hier ist der Weg. Hier ist ein Baum. Hier ist Juno Hoslo. Oh, hier ist nach langem mal wieder so ein Ding. Das letzte von denen, das wir hatten, war, glaube ich, weil auf dem Altusplateau gab es sowas gar nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Das letzte war hier ganz am Anfang von Leonir. Hier in Limgrave und in Zelit gab es es und hier ganz am Anfang von Leonir gab es es. Dann gab es hier ewig lang gar nicht. Und jetzt hier im Arsch der Welt gibt es es wieder. Interesting. Oh. Das schaut so aus, als würden wir vielleicht hier hin wollen. Aber hier und hier gibt es noch Sachen. Man sieht nur nicht wirklich, wo man hier dann eventuell langkommt. Okay, wie kommt man überhaupt da lang? Hier ist so ein Weg und der Weg schaut irgendwie nicht so aus, als wäre er mit unserem hier verbunden. Ja, dann nach unten. Wie kommt man da runter? In das Tal. Wir sind nämlich gerade auf dem Berggipfel und wir wollen aber in dieses Tal. Da hinten ist schon wieder Mausoleum. Oh. Ja, okay, die sind richtig groß, aber wir sehen das aus der Distanz so immer noch so deutlich. Holy shit. Vielleicht ist das das Ultra-Riesen-Mausoleum. Oder ich übertreibe gerade ein bisschen. Kann auch natürlich sein. Was war das gerade für eine Musik? Aber schaut hier schon cool aus. Kann man nicht anders sagen. Oh, es ist sogar spät in der Nacht. Literally eigentlich schon morgen. Eisenkasa, Ronin-Rüstung, Ronin-Stulpen. Der Hut kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, ja, so einen Hut hatte einer aus Sekiro auf, aber ich bilde mir ein, in dem Spiel gab es auch einen, der sowas auf hatte. Nur gefühlt sehen wir 80% der NPCs spätestens seitdem wir auf dem Altus-Plateau sind, gar nimmer mehr. So. Hier, Ronin-Rüstung, das war die. Ja, die ist nicht mal so bad, aber auch nicht gut. Sind irgendwie viele Viecher. Das macht das hier nicht gerade. Und hier gibt es auch irgendwie so Geisterchöre und sowas. Okay, wir sind ganz hier drüben. Hier genau da, wo wir hinschauen. Achso, das ist diese Ruinenstraße und da oben soll angeblich irgendwie so eine Art Anwesen sein. Ich sehe aber da kein Anwesen. Oder eine Anwesen-Ruine, sondern einfach nur da oben Feld. Oh, da ist jemand. Ruinen von Samor. Dammit. Oh, ich glaube, ich weiß, was für eine Art von Gegner du bist. Du bist so einer wie der Held, den wir einmal besiegt haben in Limgrave. Hieß der nicht sogar Held von Samor damals? Ja, ich erinnere mich. Ganz dunkel. Oh. Das war gerade irgendwie creepy, wie der sich noch aufgebäumt hat. Und das war nicht mal der Grund, warum wir hier summonen konnten. Alright. Das lässt vermuten Sachen. Ich frage mich, ob es jetzt hier wirklich schwierig wird. Oder ob ich so hart überlevelt bin teilweise, dass kaum noch was schwierig sein wird. Und ich sage bewusst kaum noch was und nicht gar nichts.
Weil irgendwas wird mich sicher, weniger weil es schwierig ist wahrscheinlich, ficken, sondern einfach weil es so gar nicht meinem Spielstil irgendwie entspricht. Ha! Oh, komme ich da rein in den Turm? Und wenn ich reinkomme, komme ich auch wieder raus. Jo, das schaut nicht so aus, als würde ich hier ewig gefangen sein. Die Ruinen von Samor. Ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein paar von diesen... Das hieß doch damals auch... Ah nee, das heißt... nicht das. Ich glaube das hier, oder? Ich glaube, bei dem war das, wo wir so dieser Held von Samor gemacht haben, oder? Ist zumindest denkbar auch. Oh. Hier sind mehrere von denen. Habe ich nicht gerade gesagt, vielleicht... Au! Oh! Euch haben wir seit hier Schloss Sturmschleier nicht mehr gesehen. Diese Habicht-Gegner. Geil, Scheibe Fleisch. Ich bin gleich tot. Alter Schwede! Wird das Spiel jetzt doch wieder ein bisschen anspruchsvoller? Ich meine, ich wäre ja voll dafür eigentlich. Wenn es mich nicht ein bisschen abfacken würde. Okay, einen immerhin. Die gehen mir jetzt schon am Piss. Gefällt mir ehrlich gesagt, weil die, so die letzten 30, 40 Parts haben uns... Ich meine selbst Morgott, den letzten König von Lindell, haben wir, glaube ich, gewone-shottet. Der irgendwie ein ziemlich krasser Motherfucker eigentlich sein sollte, würde ich jetzt mal so annehmen. Wenn er im wahrsten Sinne hier Morgott, König des Mahls, heißt und damit eigentlich ein krasser Dude ist. Auch komme ich da auf den Aufzug? Ich sehe auf dem Aufzug kein Item, also, und das wirkt auch ziemlich weit. Aber vielleicht von dort oben. Wir können es ja mal probieren. Wobei, wahrscheinlich sterbe ich, wenn ich es nicht schaffe. Also sollte ich das erst probieren, nachdem ich die ganze Ruine hier angeschaut habe. Oh. Nein, aber dadurch, dass ich die nicht angreifen kann, rollen die nicht herum. Aber das sind die Rollviecher. Richtig schade, jetzt finden wir mal wieder die Rollviecher nach so ewig langer Zeit. Das da unten hat mich übrigens so hart indoktriniert, nicht in die Büsche reinzugehen wegen den Fallen. Und hier sind ständig die Büsche. Ah, okay. Das Teil hier, muss ich sagen, gefällt mir von der Schwierigkeit, glaube ich, sogar fast besser. Oh, da ist ein Weg runter. Wenn ich jetzt... Oh, nein, das sind ganz viele. Das sollte man taktisch angehen. Fühle mich gerade wieder fast wie am Anfang, wo hier so ein paar Ritter mich abgefuckt haben, wie so ein... Also im Sinne von mich fertig gemacht haben. Ganz am Anfang... Inzwischen muss ich das schon lange hin. Ganz am Anfang, wir da hier durchgegangen sind und hier Ruinen vor dem Tor mich richtig hart abgefuckt haben. Also fertig gemacht. Hey. Guck mal, von da unten sind wir gekommen. Oder? Ja. Na gut. Hey, ich dachte, wir waren schon die ganze Zeit bei den Ruinen. Ja, aber bitte nur du. Ja, hilft da nichts, wenn du nicht ausweichen kannst.
Aber das gefällt mir tendenziell sehr gut. Ah, das war... Okay, jetzt... Jetzt fühle ich mich wirklich wieder in alte Tage zurückversetzt. Außer, dass ich das damals nicht gemacht habe, aber sonst schon. Vielleicht brauchen wir sogar irgendwann mal wieder hier den Kristalliner oder sowas. Ich glaube, den Kristalliner haben wir ernsthaft eingesetzt, nicht mehr seit dem Altus-Plateau. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir den wirklich eingesetzt haben, war bei oder vor Ricard. Was schon krass ist, das ist, glaube ich, jetzt 50 Parts her oder so. Ah, 40 vielleicht. Ich dachte gerade, der hat hier irgendwelche Verstärkungen. Dabei war das so ein Eichhörnchen. Spektraleichhörnchen. Ah, es tötet ihn jetzt aber ausnahmsweise mal nicht. Das jetzt aber. Okay, machen wir die zuerst oder gehen wir zuerst runter? Machen wir zuerst die. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Weil schauen wir schon mal hier um. Ah. Okay, wir sind jetzt quasi hinter dem Aufzug. Alright. Backstep. Ich glaube, man kann die nicht backsteppen. Aber man kann sie frontsteppen. Dass er nur ein Doppelding hat und keine dreifache Attacke, dann wäre es jetzt problematisch gewesen. Das macht so wenig Schaden, wenn ich es blocke, weil ich nicht weiß, warum ich es nicht blocken sollte. Oh, das ist jetzt schlecht. Okay, wie viel Range hat das? Ziemlich viel. Ach, shit. Okay. Zwei gleichzeitig kann was. Das sind, glaube ich, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit die stärksten, sag ich mal, normalen Gegner, die wir haben. Oder die wir gefunden haben. Was ich persönlich sehr nice finde, aber... Okay, also auch normale Attacken können, wenn er schon genug erlitten hat, brechen die Haltung. Aber wie gesagt, ich fühle mich jetzt wirklich so ein bisschen in damalige Stärkeverhältnisse zurückversetzt. Und zwar mit damals meine ich vor 160 Parts, relativ am Anfang. Theoretisch sollte jetzt nur er kommen. Was? Aber er soll halt auch kommen. Okay, aber der andere kommt nicht. Aber er ist... Was? Ja, du kannst nicht ausweichen. Oh, der hat unsere Dinger. Okay, zweimal ist ein bisschen unfair.
Okay, es macht sogar so nicht so viel Schaden. Ja, her mit meinen Runen. Nice. Okay. Dieses kleine Loch in der Wand bringt nicht so viel, aber hä? Ah, von der Seite. Das ist einfach ein bisschen mehr rüber. Okay. Ich hoffe, aus denen kann man noch was Cooles machen. Oh, hier sind drei. Deswegen habe ich vorher einen... Oh ne, ne, einen stimmt, einen haben wir gekillt. Und dann sind die anderen gekommen, beide. Stimmt. Das heißt, jetzt muss ich einen auf jeden Fall locken. Und zwar am besten den. Oh, der hat sich dort hingesetzt in die Ecke, deswegen habe ich den nicht gesehen. Oh nein. Der ist jetzt schlecht. Bitte nur einer. Nur einer. Ja. Nur einer. Wenn ich jetzt hier wieder beide kommen, fühle mich echt verarscht. Schaut aktuell gut aus. Alright. Wer jetzt kommt noch zufällig irgendwo einer her, während ich den jetzt mache? Das wäre ein bisschen uncool. Hä? Warum hatte der vorher goldene Augen und... Hä? Kann ich zweimal meine Runen verlieren? War das gerade ein Bug oder... Oder was hat es damit auf sich? Oder splitten sich die? Können die sich splitten? Weil der eine vorher hatte definitiv goldene Augen und hat mir ziemlich viel Stuff gegeben. Das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es gibt hier noch einen Weg runter. Ich hoffe, das ist kein Boss. Weil dann muss ich jedes Mal die ganzen Ficker hier platt machen. Oh, hier ist noch einer. Okay, wir haben unsere Lektion gelernt. Oh, ich glaube, da hinten steht ich nämlich noch einer. Und zwar dorthin. Ja, genau. Ja, aber du willst es nicht hier auch nachschauen gehen, was abgeht, oder? Nee. Vertrau auf deinen Kumpel. Oh, bitte nicht beide. Okay, es gefällt mir gar nicht. Muss ich soweit ehrlich sein, das schaut nicht gut aus. Also ich kann natürlich irgendwie so beide machen. Kann ich die überhaupt einfrieren? Würde ich irgendwie meinen, dass wahrscheinlich nicht gehen würde. Egal. Erstmal einen down. Okay. Das ist ziemlich der geschissenste Move, den die machen. Weil man ihn nicht parieren kann und weil er sau viel Damage macht. Okay, es waren schon die zweiten, die mir so viel zu Dingen gegeben haben. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, das könnte es langsam vorbei sein.
Aber hier waren wir noch nicht. In dem Teil der Ruine. Und hier oben schaut es aus, als könnte man noch irgendwo hoch. Endlich mal wieder so ein bisschen nicht sehr geradlinig, sondern wirklich so mit Exploren. Genauso wie hier dieser etwas größere Innenhof. Eissturm von Zamor. Ist das vielleicht sogar ein Zauber, den wir verwenden können? Schauen wir mal. Eissturm von Zamor. Ja. Rammt den Stab um einen riesigen Tornado. Okay, also das letzte Mal, wo wir sowas gehabt haben in die Richtung eisiger Nebel, der war ultra OP. Erinnere ich mich, ich habe geschworen, ich verwende den nicht mehr, weil ich glaube, sonst würde ich alles einfach one-shotten inzwischen. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Oh. Hier ist dunkel. Oben so schneeblind und jetzt hier unten so dunkel. Oh nein, bitte kein Boss. Okay, kein Boss. Kann mich die jetzt theoretisch noch irgendwo hin teleportieren? Eigentlich schon. Na, schauen wir mal. Klangperle 3 des Schmiedesteinschiffes. Okay. Ist jetzt nicht super gut, aber es geht. Es geht auf jeden Fall. So, was ist jetzt hier mit dem etwas größeren Ding hier? Okay, hier ist nichts. Da kommt man von der anderen Seite aus rein. Wenn man irgendwo reinkommt, hat das meistens einen Grund. In dem Fall nicht. Ich dachte, hier gibt es eine coole, kleine, versteckte Sache, aber nope. Kann es sein, dass wir die Ruinen hier jetzt schon fertig abgeklappert haben dadurch? Es fühlt sich gerade so ein bisschen so an. Und hier gibt es keinen Weg runter mehr, der jetzt zu einem Boss führt oder sowas. Hier gibt es gerade noch das hier. Ja, und hier gibt es... Kommt man da hoch? Auf der Karte schaut es aus, als würde man da hochkommen. Jetzt höre ich definitiv eins von den Viechern. Das ist jetzt nicht nur mehr Soundkulisse, weil das hat gerade sogar so gesparkelt. Ah, hier ist aber auch nichts, oder? Ne, hier waren wir schon. David, hier bin ich in einen Turm reingesprungen. Ah, ich glaube, hier kommt man. Hier kommt man so hoch. Ah, hier sind wieder die Viecher. Sie sind fast sogar unangenehmer wie die anderen, weil die... vielleicht dieses R2-Schlagen ist sogar eine relativ gute Option bei denen. Hier ist nix. Oh, aber wie kommt man hier hoch? Vor allen Dingen, müssen wir hier überhaupt hoch? Okay, und was ist dieser sehr weird aussehende Baum? Fragen über Fragen. Okay, I see it. Wir müssen da safe hoch, nur ich weiß gar nicht wie. Die sind mir im Schloss Sturmschleier aber gefühlt damals nicht so am Piss gegangen wie heute. Keine Ahnung, womit das zu tun hat.
kennen Sie mal Dunkelschmiedestein? Vor 60, 70 Parts hätte ich mich darüber wahnsinnig gefreut. Heute weniger. Hier gibt's übrigens wirklich... Da gibt's eine Höhle. Sehr schön. Eine sogar ziemlich versteckte. Gehen wir erstmal hier runter. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das erstmal für heute. Wir haben heute immerhin richtig gut Progress gemacht, würde ich sagen. Und es war bei Weitem nicht so gefühlt langweilig wie letztes Mal, wo ich schon mir gedacht habe, jetzt habt ihr wie lang auf eine Folge gewartet und dann auch noch. Jetzt will ich nur auf letzten Meter sterben. Und ich würde sagen, dann habt ihr eine Woche gewartet und dann war die Folge uncool oder nicht so ganz spannend. Aber heute hat das dafür definitiv wettgemacht. Ja. Oh, das wird wahrscheinlich irgendwo dort hinten eine versteckte Höhle sein. Vielleicht ist das überhaupt... Vielleicht kommen wir damit da hoch. Weil da oben, glaube ich, geht's weiter, wie man hier über diesen... Oh. Das ist übrigens ein sehr schmaler Pfad, glaube ich. Aber na gut, das würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bei Let's Play Elden Ring. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.